Ja. Tut mir leid, Glasscheibe. Aber du musst weichen. Könnte ich irgendwie gleich das reinpacken, so, weiß nicht, in ein Waschbecken jetzt hier direkt. So ein bisschen halt ausnutzen, dass diesen Klotz steht, ja. Den irgendwie so ein bisschen ausnutzen. Wie genau, weiß ich noch nicht. Kann mal kurz die wegnehmen hier. Gerade mal kurz hier Glowstones reinpacken. Die armen Hunde. Ja, ihr habt es ja so schwer. Hier kommt dann Wasser rein. Dann wird jetzt. Machen wir das am besten. Das Blöde ist, dass so ein Slab, den man hinstellen könnte, so an der Wand. Das wäre ganz cool eigentlich. Weil. So ist das Waschbecken ein bisschen weit weg, oder? Dass da Wasser reinkommen würde. Hier oben müsste auch eigentlich zugemacht werden. Boah, ey, das ist. Wie sieht denn das aus, ey? Auch ohne Sinn eigentlich. Ja, aber alles Cleanstone ist auch so komisch aus. Wir müssen uns so einfach mal überlegen, was denn, wie wir das am besten verpacken. Am besten, wir richten dann einfach in der nächsten Aufnahme halt das Haus schon so ein bisschen ein und dann wenigstens wissen, wo was hinkommt. Ja. Nee, mir geht so eine Scheiße, wisst ihr was? Ich kann einfach alle jetzt hier aus diesem Holz machen. Zumindest das Sichtbare jetzt hier. Schön aus diesem hellen Holz. Das ist nicht, ich finde das richtig geil. Vor allem sieht es in dem Flows Texture Pack, im HD Texture Pack echt richtig nice aus. Da werdet ihr dann auch auf jeden Fall meiner Meinung sein, wenn ihr das dann sehen werdet. Bloß nicht zu viel kaputt machen, so echt aufpassen jetzt hier. Den kommt weg, ja. Wasser kommt runter, ist ja ganz normal. Hier, hier. Und da ist auch schon alles leer. Blöd. Ziemlich blöd. Dann gehen wir nochmal ganz kurz. Raus. Ganz kurz ein bisschen Holz hacken. Ah, jetzt holen wir mal, jetzt müssen wir echt nochmal eine Hacke, eine Axt holen. Hier ist mir eine Kuh, die werden immer angezogen irgendwie von meinen anderen Kühen. Das sind halt so eine Herdentiere, ne? Sind halt Herdentiere, so. Komm, nehmen wir mal die Steinaxt mit, die muss auch irgendwann mal aufgebraucht werden. Und hier, mein Gott, was soll's, auch nochmal hier eine Wooden Axe, damit die auch mal weg sind. Weil sie wegschmeißen, finde ich ein bisschen schade eigentlich, von daher. Reicht es auch, wenn wir. Oh, mal hier. Der King guckt richtig dünn. Ja, wenn ich das zur Seite so packe irgendwie, wird es richtig fett. Geil. Wir sind eine Dschungelmusik hier am Start. Die heißt Rite of Passage. Auch von Kevin MacLeod oder Lloyd. Whatever. Die Bongos. Trommel. Uns ins Ohr. Boah, die Haare mal gleich kaputt. Wegen zwei Bäumen ist das Ding gleich weg. Ups. Da guckst du, ne? Da guckst du. Knochen haben wir nicht dabei. Aber ein Schwert haben wir dabei. Ne, komm. Wollen wir mal nicht so sein. Oh, hier sind ganz viele Birken. Ganz viele Birken. Und ich habe immer noch nicht meine Milky Ways gegessen. Die liegen jetzt schon seit ich aufnehme hier, seit 2 Stunden einfach hinter mir rum. Ungeöffnet. Ich esse mal schnell einen, ja? Ich muss das einfach mal mir einen gönnen. Nach dieser ganzen harten Arbeit jetzt hier, ja. Wird einfach mal ein Milky Ways gegönnt, so. Weil die sind einfach mal hammerlecker. Ups. Das hier knallt, ey. Schon einige Gase entstanden so in der Verpackung.
Das ist echt geil. Echt hammer geil. Die sind einfach sau lecker, ey. Kann echt nicht mehr dazu sagen. Da läuft mit Wasser im Mund zusammen. Die Saba. Ups. Warte mal. Andere Musik, Alter. Das ist ja doch zu krass. So. Und da geht dann auch schon wieder die Sonne unter, ne? Oh. Gleich gesehen, aber wir kommen noch ran. Wunderbar. Rennen wir mal schnell zurück. Hier müssen wir noch ein bisschen Boden auffüllen. Und das, wie gesagt, das Feld wollten wir nach hinten noch ein bisschen erweitern. Und da sind noch keine Fenster drin, da ist noch nichts drin, ne? Ja, ja. Haben wirklich noch viel zu machen. So, jetzt haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Holz. Holz! Und können hier auch endlich mal, naja, endlich mal, ja. Wenigstens erstmal hier alles fertigstellen, hier in der Dusche. Damit die auch wieder einigermaßen okay aussieht. Der Lever, den nehmen wir natürlich jetzt hier ran. Und können das Wasser abstellen, jawohl. Und pennen gehen. Whoop. So, ich glaube, die Hacke ist wieder auch zu wenig hier, wenn wir jetzt hier ein bisschen das ersetzen, so das ganze Holz. Da wird die auch nicht lange halten, auch wenn sie nur auch Stein ist und nicht aus Holz, aber... Ach, das hält einfach nicht. So. Hier oben ist offen. Obwohl, wir können auch eigentlich alles aus Steinen umbauen, weil das Holz ist dann noch zu viel. Es tut mir leid, es tut mir echt leid, aber... Ich werde noch einiges bauen und abreißen. Es muss mir auch gefallen, ja. Es muss mir ja gefallen. Ich wohne ja immerhin hier drinne. So. Ja. Probieren wir mal was aus. Dim, 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 dim. Du, 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 du. Das sieht auch irgendwie merkwürdig aus, oder? Warte mal. Wir müssen eigentlich jetzt hier oben weg. So, hier müsste es zu und hier unten. Der weg. Und dann kommen da. Glaubst du uns nicht? Nee, wir wollten eigentlich. Ich wollte eigentlich nur ein paar Fenster reinmachen. So. Ja, das sieht irgendwie so verspielt aus in dem Texture Pack. Das sieht nicht so modern aus. Das kann man einfach nicht mit dem Swags wiedergeben. Von daher möchte ich auch gerne ein anderes haben. Ich werde einfach mal ein bisschen umgucken und mal ein bisschen was ausprobieren. In den nächsten Tagen jetzt hier. Mal gucken. Machen wir doch mal hier oben zu. Vor allem den Boden vom Bad kann man nicht so lassen. Der geht nicht. Müssen wir auch Cleanstone machen. Weil zu viel Holz ist irgendwie auch blöd. Vielleicht machen wir das sogar aus anderen Stone, also nicht unbedingt Clean Stone. Und da möchte ich noch so einen kleinen Fußabtreter halt vom Bad haben, von der Dusche. Halt so ein Handtuch in dem Sinne. Oh Gott. Mein ganzer Boden hier rausreißen, das hält auf keinen Fall. Hier die Hacke, die ist ja gleich weg. Jetzt seht doch. Die war eben noch grün, das ist hier schon im roten Bereich. Ups, tot. Im dunkelroten Bereich, besser gesagt.
Und Cleanstone ist auch gleich leer. 56 haben wir noch davon. Der geht natürlich gar nicht hier. Ha. So, kurz mal gucken, wie das aussieht. Es ist echt, die Treppe, die ist echt im Weg. Ja, ich hätte es zwar doch anders machen können, wenn die Treppe hier nicht wäre. Weil ich dort, dann kann man das auch gleich vergessen mit dem, Handtuch da unten, weil man das von unten sehen würde. Naja. Was soll man da machen, ne? Heike hat vorher ein bisschen blöd geplant und hier kann man auch nicht mehr durch. So. Wie sieht das aus, wenn man das... Okay, unten, na, das kann man nicht machen. Da könnten wir halt höchstens so eine Slabs ranpacken, dann. Ah. Das ist echt blöd mit der Treppe. Die ist echt im Weg. Die ist genau im Bad hier. Und eigentlich wollte man oben irgendwie die Küche machen. Aber die müssen wir jetzt irgendwo anders hinpacken. Ich glaube, die werden wir einfach mal so mit ins Wohnzimmer integrieren, so... Mit so einer Durchreiche, wie gesagt, das Haus ist eigentlich viel zu klein für meine, Verhältnisse eigentlich. Ich muss alles ein bisschen halt kleiner jetzt dahin packen. Ein bisschen drauf achten. Hab nämlich nicht ewig viel Platz hier. Und der Cleanstone ist leer. Aber viel zu wenig mitgenommen, viel zu wenig. Schön 360 hier runter, bam. Buh. Tim, tim, tödlödlödlö. Das Dach will ich auch noch optimieren hier bei dem. Ups. Cleanstone, 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 Cleanstone. Nehmen wir gleich mal hier noch ein paar mehr. Warte mal kurz. Das kann auch weg. Und das auch. Nehmen wir noch ein paar mehr Hacken mit. Äxte. Die machen wir jetzt aber auch mal aus Eisen. Mal zwei. Wir haben ja drüben auch noch eine Workbench, ja. Falls denn da weit kaputt geht, kann man drüben auch noch schnell machen. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier mal hin und her rennen müssten, aber wir machen es trotzdem. Ah. Ich bin halt ein bisschen verwirrt. Man, das sieht scheiße aus. Das sieht einfach... da fehlt nur einiges. Es muss einfach weiter nach außen gehen. Zumindest an der Seite kommt noch was ran, ja. An der Seite hier. Und ein bisschen erweitert. Dass die Hunde auch so einen kleinen Unterstand haben. Ich habe da schon ein paar Ideen. Lass mal gucken. Wo kommst du her? Hä? Nee, jetzt mal im Ernst. Ja, wo kommt der her? Darf doch nicht sein. Hä? Da kommt oben auch noch Glowstone rein, dann. In die Decke. Was mich die ganzen Fackeln hier an der Wand sparen, weil sieht auch scheiße aus. So, gucken wir das einfach so ranklatschen. Ja, und dann, warte mal, hab grad eine Idee. Einfach mal jetzt hier so ein bisschen. Ich verziehe einfach gerne. Ich mach das einfach gerne. So, ja, komm, lass einfach mal so. Oh, das ist wieder leer. War ja klar. Da fehlt wieder ein Stück. So, dann haben wir hier wenigstens genug Licht. Licht? Die wimmeln, winseln da draußen, wimmeln, ey. Wimmelgrin. Let's Wimmelgrim. So, ein Spiegel wäre ganz nice eigentlich. Ich möchte mal kurz Wasser holen. So, hier meine... Nee, Quatsch, das ist keine unendliche Quelle mehr. Leider nicht mehr. Gut, rennen wir mal da rüber.
zu der Wasserquelle hier. Blöp. Wir haben leider nur einen Eimer dabei. Das heißt, wir müssen gleich nochmal runterrennen. Warte, ich möchte da oben mein komisches Waschbecken machen. Ja, die meisten, ich weiß, die meisten nehmen halt diese Cauldrons, diese Kessel jetzt für die Waschbecken, aber das sieht einfach scheiße aus bei mir. Also das sieht einfach aus wie so ein, ja, nicht wie ein Waschbecken. Wir brauchen einfach mehr weiße Wolle, ich will es ein bisschen heller machen so im Bad. Ich mal diesen grauen Stein. Wenn der Gloss dann nicht so scheiße aussehen würde, mit den ganzen komischen Punkten da drinnen, ey, könnte man auch mehr damit arbeiten. Halt auch, ja, die Wand zum Beispiel damit machen. Weil, wie gesagt, in dem Sortex Texture Pack sah das echt clean aus, ja, so. Das konntest du weiß machen, das konntest du so hell-gelb machen, du hast halt so einen Generator, so einen so einen Texture Pack Creator gehabt, ja, wo du halt selber ein bisschen rumbasteln konntest. Was sie halt irgendwie am, ja, was halt am geilsten aussah. So, jetzt brauchen wir noch so eine Treppe, die nehmen wir als Halter, oder wir machen das mal anders. Ein kleines Regal, aber ich glaube, hier kann man nicht weit reinbuddeln. Da ist ja schon ein, nee, der Redstone, es wird hier nix. Also ein kleines Regal würde ich gerne mal reinbasteln. Müssen wir mal kurz gucken. Ich mache noch ein paar mehr von den Slabs machen. So. Ja, mein Gott, sind ein paar Regale da oben. Kommt man einfach nicht ran, aber das ist auch egal. So, wir können ja hier mal kurz die hellgraue Wolle verwenden. Hier wird gerade gleich einiges weggespült. Ich werde das mal schnell mit Cobblestone hier so aufhalten, das Wasser. So, und graue Wolle. Dasselbe hier auch. Graue Wolle. Wie sieht das aus? Ah, ich bin blöd. Meine Maus hat gerade rumgespackt, Alter. Rumgespaxt. Na toll. Haus unter Wasser gesetzt. Und wir können auch schon wieder pennen gehen. Die hat gerade einfach von alleine weitergebaut, ey. Richtig ausgeflippt. Ich würde gerne mit weißen Wolle so ein bisschen arbeiten. Ich gebe mir mal noch kurz einen Milky Way. Weil ich mag es einfach den milchigen Weg. Na, pervers. So. Geil. Hör mal. Du musst auch weg. So, und hier kommt dann auch. Und hier kommt dann auch. Holz hin. Ich bin ein Texaner. So. Ziehen wir mal den Boden hier weiter. Und dann will ich wirklich langsam aufhören mit der Aufnahme. Eigentlich viel länger, als ich aufnehmen wollte. Aber so ist es halt in Minecraft, ne? Zumindest bei mir. Ich kann nie aufhören. Du hast immer Sachen zu tun, ja? Das ist halt schwer, da irgendwie das Ende zu finden. Ups. So. Viele machen es ja so. Die spielen solche 14 Minuten. Okay. Schwachsinn. Die spielen 20 Minuten und zum Ende verabschieden sich. Also, die verabschieden sich in jeder Folge. Und nicht so wie ich. Ich mache ja immer meistens halt immer eine Aufnahmesession, der ist so 3 Stunden zum Beispiel. Und verabschiede mich da zum Schluss von der Aufnahmesession, aber nicht in dem Video. Was findet ihr denn besser davon? Also, würdet ihr euch oder verabschiedet, wenn ihr das Let's Plays machst. Oh Gott, ey. Ich kann nicht mehr reden, ey. Hör auf, ey. Es ist zu spät hier. 4:45. Verabschiedet ihr euch wirklich nach jeder Folge oder halt zum Ende der Aufnahmesession, ey?
Hey, ich muss echt aufhören jetzt. Es ist echt vorbei. Wenn du 3 Stunden am Stück aufnimmst. Es sind genau 3 Stunden jetzt. Gut. Dann würde ich sagen, hören wir mal kurz hier auf, ne? An dieser Stelle. Verabschiede mich jetzt erstmal für die Aufnahmesession und wir sehen uns in der. Ja, in den kommenden Aufnahmesessions dann wieder. Bis dann. Euer Reloadiac ist out.